Na komm, da oben die Belagerungsscheiße. Ja, zu spät. Ich stehe für das Licht. Ja, für die Ehre. Was braucht ihr? Das Licht ist meine Stärke. Ist jemand verletzt? Mehr Arbeit? Oh, jetzt habe ich euch alle zum Helfen geschickt. Na, macht nichts, dann geht's mal schneller hier. Abgeschlossen. Ja, mein Lord. Was ist? Richtig. Was? Noch 3 Minuten, dann haben wir es geschafft. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Na gut. Ich gehe dann mal. So, jetzt können sie eigentlich irgendwann nochmal von unten kommen oder von oben. Ein solider Plan. Je nachdem. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Entweder kommt jetzt nochmal was richtig Dickes in den letzten 2 Minuten oder das war's. Krass, ey, dass der mich hier verfolgt hat, der blöde Lich King. Ich stehe für das Licht. Jetzt müssen wir halt einfach nur noch ein bisschen warten. Bis Uta zur Verstärkung kommt. Wobei ich das hier auch ganz gut alleine schaffe, würde ich mal behaupten. Aber naja. Da oben hätten wir sogar noch eine Goldmine. Falls es dann doch knapp werden sollte. Ja, mein Freund. Oh. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Gutes Thema. Unsere Stadt wird belagert. Oh, 2 Belagerungswaffen. Ich mach die sofort zuerst kaputt. Und die nerven einfach nur empirisch. Eis hier. Feuer. Habt ihr ein Ziel? Ich habe. Was sind die? Hallo, ich hab euch doch schon längst hochgeschickt. Das ist meine Stärke. Für meinen Vater, den König. Stirb halt, du Trottel. Eis hier. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Elender Kerl. Für meinen Vater, den König. Für die Ehre. Jetzt wird es ist unmöglich. Ihre Zahl scheint endlos zu sein. Oh. Ein solider Plan. Fürchte, ich hab da ein Problem. Für die Ehre. Elender Kerl. Unsere Stadt wird belagert. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Unsere Stadtkräfte werden angegriffen. Ich stehe für das Licht. Jetzt die den da müssen wir wegmachen. Für Lordaeron. Das Licht ist meine Stärke. Komm, verreck! Ey, ich hab'n. Auf einmal kommen sie alle, ne? Licht. Bonk. Gib mir Kraft. Jawoll, Uta, mit Rittern. Uta, eure Ankunft hätte nicht besser sein können. Freut euch nicht zu früh. Die Schlacht ist noch lange nicht vorbei.
Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade jetzt gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uta. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, so hätte ich... Es gibt keinen Grund, vor Stolz zu platzen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Mal'Ganis. Ruhig, Freund. So tapfer ihr seid, ihr könnt es nicht allein mit einem Mann aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uta. Ich gehe, mit oder ohne euch. Hm, okay, wir haben gewonnen. Ich werde jetzt erstmal beenden. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, euer Sluxy. Ciao. So, als nächstes gibt es ein kurzes Zwischenvideo. Seid gegrüßt, junger Prinz. Wir müssen reden. Dafür habe ich keine Zeit. Hört mir zu, Junge. Dies Land ist verloren. Der Schatten liegt bereits darauf. Und ihr könnt nichts daran ändern. Wenn ihr euer Volk wirklich retten wollt, führt es übers Meer. Nach Westen. Fliehen? Ich gehöre hierher und habe die Pflicht, mein Volk zu beschützen. Dann habt ihr euch schon entschieden. Bedenkt aber, je mehr ihr euch bemüht, den Feind zu schlagen, desto schneller liefert ihr ihm euer Volk aus. Entschuldigt, dass ich mich versteckt habe, Arthas. Ich wollte nur... Sagt es nicht. Ich spürte eine enorme Macht in ihm, Arthas. Vielleicht hat er recht. Vielleicht weiß er wirklich, was kommen wird. Er wird mich durch nichts bewegen, meine Heimat zu verlassen, Jaina. Mir ist gleich, ob dieser Irre wirklich die Zukunft gesehen hat. Gehen wir. So, hochinteressant. Kapitel 6, die Auswahl. Früh am nächsten Morgen am Rande von Stratholm. Stadtteil Bad Böllebel. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uta. Nicht in dem Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein, aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uta. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Was? Die ganze Stadt muss gesäubert werden. Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uta. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Oh oh. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Da gibt's Zoff. Hochverrat! Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uta, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone, hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen. Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Yo! Hier ist ja mal richtig Zoff. Ich mache einen Safe und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit Arthas, ist nicht nötig. Der langsam dem Bösen verfällt.